So, ja, herzlich willkommen wieder zurück. Willkommen zum Part 7 unseres Arctos-Motorials, genau. Unseres Arctos-Tutorials. Wir waren ja im letzten Part mit den Stabilisatoren hier beschäftigt, beziehungsweise mit der Vorbereitung zu den Stabilisatoren. Genau, hier mit F11 könnt ihr natürlich euren alten Rennershot nochmal aufrufen. Und ja, so, genau, wir hören, oder wir fangen auch gleich da wieder an, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Wir arbeiten uns den Bildern weiter fort. Das heißt, wir widmen uns jetzt den Längsgestänge bzw. dem unteren Stabilisator. Da kommen wir dann auch einmal dazu, wie wir oder sagen wir mal runde Stangen machen können. Das geht ebenfalls mit dem Spin Modifier. Und ja, wo braucht man sowas? Sagen wir mal bei Sachen wie jetzt einem Geländer, Auspuffanlagen und ja, vielen weiteren Dingen. Ja, da fragen sich ja immer mal wieder welche, oh, wie kriege ich die jetzt rund oder wie kriege ich jetzt aus einem Zylinder, ja, sag ich mal, gewisse Formen raus. Und genau das wird hier jetzt eben so ein bisschen, ja, gezeigt, wie eben das funktioniert. Wir haben hier später einmal eine etwas andere Form drinne oder mehrere Formen in einer Form, sag ich mal. Oder schwer zu erklären. Also ich mach's einfach und ihr werdet ja sehen, worauf es letzten Endes hinausläuft. Gut. So, dann fangen wir wie gesagt auch gleich an. Ich werde diesmal nicht den Fehler machen und die Fläche hier duplizieren, da diese eine Schräge hat. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wenn ihr aus anderen Flächen heraus etwas duplizieren möchtet, dann achtet bitte darauf, ob diese dementsprechend entweder gerade sind oder eben diese Form haben, wie ihr sie gerade benötigt. So, ich füge einfach eine neue Plane hinzu und werde mir diese dementsprechend bearbeiten, um eben an gewünschtes Ergebnis zu kommen. So. Natürlich arbeite ich wieder mit dem Skalierwerkzeug, um das Ganze erstmal in die passende Form zu skalieren, ungefähr. Natürlich werde ich das später alles noch so ein bisschen anpassen. Und ja. So. Wir haben jetzt erst einmal eine ja, ein längliches Rechteck, also eine Plane erst einmal, die wir zu diesem Konstrukt umformen. Das heißt, wir haben hier jeweils zwei Spanten, so wie auf der Vorder- und auf der Rückseite, beziehungsweise wenn man es von hinten betrachtet, links und rechts, die wir da rein modellieren müssen. Das Ganze muss noch eine ganze Ecke schmaler. Ja, so kommt das schon ungefähr hin. Da arbeiten wir ebenfalls wieder mit den Loop Cuts. Loop Cuts ist ein interessantes Werkzeug, das man halt gut für ja, so Modelliergeschichten nutzen kann, um sich eben, ja, sag ich mal, einiges an Zeit zu sparen. Und somit also auch schneller arbeiten zu können. Die Modelle, die jetzt in diesem Part anstehen oder dieses Modell jetzt hier, ist nicht ganz so anspruchsvoll. Das heißt, wir schaffen in dieser Folge vermutlich etwas mehr wie sonst in den Folgen. Und ja. So, den Abschnitt extrudieren wir uns nach innen. Beziehungsweise wir können uns das Ganze eigentlich auch als Gesamtkonstrukt erst einmal extrudieren. So. Dann extrudieren wir uns den inneren Bereich nach innen. Also, ja. Erst extrudieren, dann deselektieren, nach innen extrudieren. Oder skalieren in dem Fall eher. Damit wir da unsere Form reinbekommen, wie wir sie gerne hätten.
Und jetzt schauen wir uns das Ganze einmal auf dem Bild an, ob wir da eine entgratete Kante brauchen. Brauchen wir in dem Fall sogar. Wir haben hier einen leichten Grat drinne. Es dient ebenfalls wieder der Optik. Daher lassen wir das auch nicht aus. So. Markieren uns jeweils die Flächen wieder und ziehen die dementsprechend auseinander. Unter- und Oberseite können wir löschen, die brauchen wir nicht. Die würden jetzt in dem Fall vermutlich auch nur stören in den weiteren Verlauf des Modellierens. Natürlich wissen wir hier auch noch nicht so die genaue Größe, da wir die noch nicht ausgelotet haben an der Stelle. Das heißt, ich werde das Ganze jetzt so modellieren, dass wir die Größe im Nachhinein, ähnlich wie bei dem Rahmen, weiterhin problemlos noch anpassen können, um dann eben weitere Verbesserungen noch machen zu können später. So, den Außenbereich kann man noch ein bisschen ranskalieren, sage ich mal. Das ist, also sprich, diesen Grat hier an der Außenseite, damit die beiden Spanten eben nicht so dick ausfallen. Nebenbei rendert gerade nebenbei der sechste Part. So. Ja, doch, das könnte sogar noch ein bisschen. Genau. Hier sparen wir direkt auch wieder Polys, die wir nicht benötigen. Das heißt, wir können viele Details auf kleinsten Raum schaffen, ohne Büros oder viele Polys zu verschwenden, sag ich mal. Und trotz alledem die Form beibehalten, so wie wir sie gerne hätten. Ihr merkt auch nach wie vor schon, ich geize an diesem Tutorial eben nicht an Polys, um zum einen einen sehr, sehr hohen Detailgrad zu bekommen und eben möglichst viel ja, Funktionen oder Dinge zu erklären, die eben stark mit vielen Funktionen, oder die eben mit stark ausmodellierten Modellen eben viele Funktionen abdecken. So, schwerer Satz, schwere Erklärung. So. So. Jetzt müssen wir natürlich an der Ober- sowie Unterseite noch einen Zylinder anbringen. Wie machen wir dies am besten? Ganz einfach, wie der Name schon sagt, wir fügen uns einen Zylinder hinzu, den wir uns dementsprechend anpassen. Snap Cursor to Selected, das heißt, dass wir unseren, ja, sag ich mal, Spawn Point an die Stelle setzen, wo der Zylinder erscheinen soll. Ja, 10 sollte, ja doch 10, weil sie sollten in dem Fall in Dicke ausreichen. Natürlich, wie gesagt, passen wir uns das auf die Größe noch ein wenig an. So. Skalieren uns das in der Höhe aufs gewünschte Maß. Auch da gehen wir in die seitliche Ansicht. S für Skalieren, Z für die Achse. So. Wir markieren uns einen unteren Edge Loop und einen oberen, extrudieren beides mit S zum Skalieren, Z für die Achse wieder. Ziehen wir uns das Ganze hervor, damit wir eben auch dort da einen gewissen Grat reinbekommen. Nun ziehen wir uns das Ganze bis hier vorne vor, löschen uns den unteren Abschnitt, diesen brauchen wir nicht.
So, wenn wir so gesehen, zwei Vertices geöffnet. Und verbinden nun die Flächen so miteinander, damit es eben so aussieht, wie wir es gerne hätten. Oder zumindest eine, ja, einen verschlossenen Bereich ergibt. So, wir markieren uns einmal den restlichen Zylinder, um diesen etwas weiter ranzuschieben, damit wir die Rundung etwas authentischer da reinbekommen. Dann verschließen wir die gesamte Fläche einmal. So. Das Ganze wiederholen wir unten ebenfalls einmal. Für die, die jetzt erst seit diesem Part dabei sind, warum arbeitet er nicht mit dem Mirror Modifier? Ganz einfach. Ich habe mir so meine eigene Modding-Methode entwickelt, die ich hier mehr oder weniger so ein bisschen preisgebe bzw. vortrage, um sie dementsprechend nachzuahmen oder eben auch nicht. Und ja, was jeder daraus macht, muss so sehen jeder auch für sich selbst entscheiden. Also ich sage jetzt nicht, ihr müsst dazu machen oder wie auch immer, sondern da entwickelt jeder im Laufe der Zeit so seine eigenen Methoden. Und von daher ist mir das an der Stelle relativ. So, ich habe jetzt die Teile, die ich brauchte vom ehemaligen Zylinder, sag ich mal, ja, dupliziert und an den hinteren Abschnitt angefügt, um diese jetzt miteinander verbinden zu können, um somit eine Art, ja, Knochen darzustellen, den wir dann später noch weiter eben ausmodellieren können für das gewünschte Ziel. So. Gut. Nun haben wir schon einmal die Grundform geschaffen, wie wir sie in etwa brauchen. Wir können das hier natürlich noch ein kleines bisschen kleiner skalieren, beziehungsweise in der Breite schmaler. So, wir schauen uns das Bild dazu noch einmal an. So ungefähr haut das auch schon etwa hin. Jetzt brauchen wir natürlich noch einen weiteren Zylinder, um eben die Gummilagerung hier darstellen zu können. Und darum kümmern wir uns jetzt. So, dazu zentrieren wir wieder den Cursor auf den Mittelpunkt des Zylinders, fügen einen weiteren Zylinder hinzu, möglichst wieder Zähne, damit es relativ gleichmäßig ausschaut. So, jetzt schauen wir uns natürlich auch einmal an, wie verhält sich der Abstand zum Rand. Wir haben also einen ähnlichen Abstand wie die Spanten. Ein bisschen geringer natürlich, aber nicht sonderlich viel. Das kommt also in etwa mit dem Abstand gleich hin. Wir werden jetzt aus diesem Zylinder beide Seiten formen. Die Stabilisatorseite sowie die Verschraubungsseite. Die Verschraubungsseite ist relativ easy. Wir haben hier einen kleinen Überhang, den werden wir ausmodellieren. Dann den, ja, Rand bis zur Gummimuffe und dann den eigentlichen Gummiklotz nehme ich an hier zur Lagerung sowie die eigentliche Verschraubung.
Ihr seht, also immer mit Extrudieren und dem Skalieren-Werkzeug könnt ihr euch dann dementsprechend. So war das jetzt nicht geplant. Dementsprechend die Form hier raus skalieren und ja, extrudieren halt jeweils, um dann eben an gewünschtes Ergebnis zu kommen. So, das verschließen wir. Gleiches wiederholen wir unten drunter ebenfalls einmal. Wobei, extrudieren brauchen wir das gar nicht, können wir auch so noch bis hinausziehen. So. Und dies wird nun später die Stelle werden, an der eben der Stabilisator angeflanscht wird. Das Ganze können wir so in dem Zustand einmal duplizieren und auf der anderen Seite, also praktisch unten und oben anfügen. Müsste, glaube ich, beidseitig gleich sein, genau. So. Dupliziert war es noch nicht, nein. So. So, die Oberseite hat natürlich keinen Stabilisator, die ist eben an den im vorherigen Tutorial oder im vorherigen Part erstellten Befestigungspunkten, sag ich mal, rangezogen. Passen uns das jetzt nur gerade einmal auf Größe an, lassen das kurz verschwinden und extrudieren uns hier einen kleinen Stift heraus, der so wie ein Lückenfüller dient und dann eben also in den Haltepunkten verschwinden soll. So, nun kopieren wir oder duplizieren wir uns eine der Schrauben hier, löschen uns wieder einmal, wie wir es im vorangegangenen Part auch schon getan haben, die Teile, die wir nicht benötigen, die somit also überflüssig sind. So. So, nun können wir diese Schraube einmal in der X-Achse um 90 Grad drehen und uns auf die gewünschte Position ziehen. So, wir gehen mal in die orthografische Top-Ansicht, um das Positionieren etwas zu vereinfachen bzw. präziser zu machen. So. Wir gucken uns einmal die Proportionen an bzw. die Größe, die Schraube in Relation zum Rest. Und das dürfte auch schon ungefähr hinhauen. Wir werden das Ganze wahrscheinlich noch ein bisschen runterschieben müssen, genau. Bisschen skalieren können wir es auf der Z-Achse ebenfalls, weil es einfach zu dick sonst wäre. Duplizieren noch ein weiteres Mal, um es ebenfalls auf der anderen Seite so zu befestigen. So. Was ich mich damals als Anfänger immer gefragt habe, muss es Verbindungen zwischen den einzelnen Elementen geben? Muss es nicht zwingend? So gesehen ist es eigentlich irrelevant, ob es eine Verbindung gibt oder nicht. Aber es ist natürlich empfehlenswert. So. Nun passen wir das Ganze natürlich noch ein bisschen auf Größe an und können dann dementsprechend etwas variieren, so wie es uns am besten passt oder so wie es von der Größe her am besten hinhaut. Wir müssen das in dem Fall jetzt sogar noch ein bisschen größer machen. Wir sehen, der obere Zylinder nimmt mehr Platz ein von dem Konstrukt hier. Das heißt, wir skalieren uns das Ganze noch ein wesentliches Stückchen größer. Und wir sehen, das ganze Gerät wird auch um einiges zu lang. Daher habe ich vorhin so modelliert, dass man das Ganze eben noch ein bisschen anpassen kann. So, das heißt, wir können das Ganze jetzt also
ohne Probleme so hochschieben und dementsprechend die Länge so einstellen, wie wir sie gerne hätten. So. Das heißt, wir können den inneren Bereich hier sogar noch ein weiteres Stückchen schmaler gestalten, also weiteres Stückchen schmaler skalieren. Ups, da habe ich jetzt den oberen Teil vergessen mit zu markieren. Wir können das eigentlich im Gesamten so markieren hier einmal. So. Die Form weitestgehend erhalten bleibt. Nur so ein bisschen gucken beim Skalieren, dass ihr das Ganze, ja, sag ich mal, richtig einstellt oder richtig skaliert, sag ich mal. Und tja. So. Schieben das Ganze noch auf Position. Gucken, dass nirgendwo ein Polygon hervorsteht. Ich denke, von der Größe her dürfte es ungefähr schon hinhauen. Wir müssen später mal gucken. So von der Länge. So, wir sehen es ja schon. Es geht ein ganzes Stückchen in die Tiefe. Wie weit es letzten Endes in die Tiefe gehen muss, das werden wir später noch sehen, wenn wir die Achse einbauen. Und ja. So. Ein bisschen könnt ihr natürlich auch so noch skalieren. Da passt allerdings auf, da verändert sich ansonsten natürlich der Zylinder ja noch mit. Also sprich, der verformt sich perspektivisch, ist ja klar. So, da müsst ihr dann halt so ein bisschen drauf achten. So, jetzt habe ich das Ganze natürlich, fällt mir gerade auf, entweder falsch rum oder. Ne, genau. Der Stabilisator geht erst nach außen und geht dann wieder nach innen. So war das. So. Das Ganze duplizieren wir einmal, um es auf der anderen Seite natürlich ebenfalls einzubauen. Auch halbwegs mittig, wie zu Anfang im Video gesagt, unterm Rahmen. So wie es eben sein sollte. Wir schauen uns das Ganze einmal in der orthografischen Heckansicht an, damit die Abstände zwischen den beiden Einzelteilen möglichst gleichmäßig sind. In dem Fall sind sie es. Und ja, ich werde dazu jetzt noch einmal einen kleinen Render-Shot machen. Dazu werde ich, damit es an der Stelle einfach ein kleines bisschen schneller geht. Na? Na? Die Anzahl der Ambient Occlusion Samples etwas herunterdrehen. So. Aktuell steht über 30, wir gehen auf 20 und jo. So, ich bedanke mich aber an der Stelle erst einmal fürs Zuschauen wieder. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr eure Meinung zu dem bisherigen Tutorial oder bis zu der bisherigen Serie einfach mal unten in die Kommentare raushaut. Lasst mir auch ein Abo da, um natürlich keine Folge zu verpassen. Und wenn euch sonst das Video gefallen hat oder ihr eben nichts zu sagen habt, dann lasst mir entweder einen Daumen hoch da oder eben schaut mal in den anderen Videos vorbei. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dann im Part 8, meine ich, dürfte dann kommen, wieder dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Nachmachen. Alles Gute, euer Freak 36558. Ciao.